Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Die letzte Folge ist halt etwas unglücklich geendet. Aber, naja, ihr habt ja mitbekommen, warum. So, wir können diesen Screen hier nicht verlassen. Mit Garlef können wir reden, aber es bringt nichts. Die Tür können wir nicht durch. Also schlage ich vor, wir wechseln den Rufus, Baby. Okay, wir haben das Schwein, wir haben die tanzende June. Immer wieder Augen rein. Pizza schon kaputt gegangen. Guck mal, Barkeeper. Ich hab die Moneten. Die 5 Slotty? Nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotty? Tatsache. Ja. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Yay, ich hab die Nukleinsäure, Baby. Aber jetzt gibt es ja theoretisch 11 Slotty in der gesamten Kanalisation. Verrückt. Gucken wir mal. Wir haben hier einen grünen Haken an einer Stelle, die irgendwo hinter dem Hinweis steckt, wie es scheint. Füttern zu decken. Wurde von der Person geheilt. Er hat uns als Bürgen. Oder wir haben ihn als Bürgen genommen. Ich weiß, ich mache das ja normalerweise im Let's Play nicht, aber ihr kennt das ja von mir. Der Hinweis, ich meine, ich gehe davon aus, dass wir jetzt alles gemacht haben. Ja. Und hier. Ja, alles gemacht. Düdüm. So, Goalie wieder groß werden lassen. Okay. Einen anderen Weg in Argos Büro finden. Na, lass uns mal überraschen. Was werden soll. Erstmal zurück zu den Stöpseln. Hallo Rotzis, habt ihr gut geschlafen? Oh. Was ist denn hier passiert? Boost Goal! Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist eggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Okay. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Das ist echt wirklich. Also hier. So. Holy! Oh. Mietz, Mietz, Put, Put. Putti, Putti, Put. Holy. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Good. Guck mal, wo wir sind. Keiner da. Stimmt. Hier haben wir Goal. Oh je. Oh je. Oh je. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Oh je. Wie ich es mir gedacht habe. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Der Organon greift an. Ja, Mann! Scheiße! Na los, an die Geschütze! Ja, dann, fang mal, mach mal und so. Yay! Ich
gehe mal noch nicht durch die Tür. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Du, los! Los? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht so stimmt, wie es stimmen sollte. Ah. Einmal Escape drücken, reicht fürs ganze Leben. Das solltet ihr euch merken. Einen Weg zu Goalie finden, das machen wir später. Wir haben uns jetzt schon viel zu lange unten aufgehalten. Gucken wir nochmal den Kriechgang zurückkommen. Oh. Ihr Trottel, was habt ihr getan? Die Knie in der Kotze. Das ist ja schon ein bisschen dolle eklig. Und am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss? Okay. Da ist auf jeden Fall was Wahres dran und so. Die Dösball haben es ja echt fangen lassen. Okay, was haben wir hier noch? Kommen wir in die Krankenhaus? Nee, können wir nicht. Oh. Schön. Ne, mit August quatschen wir nicht. In den Warentransporter. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Schön, wieder. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Damit stehe ich wohl wieder ganz am Anfang. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd. Aber hey, wir sind endlich wieder hier. Das heißt, ich kann mit ein bisschen Glück. Der Hühner war es, glaube ich. Yep. Och, und hallo Rufus, Baby. Hm? Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon, ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Kling. Yeah, Interface-Erweiterung. Okay, die Nukleinsäure, Babyphone. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Ja, weil die alle bei der Vollpfostenversammlung sind. Okay, das Oppenbot? Oppenbot zieht sich allen Ernstes dieses Cowboy-Dodo-Gedudel rein. Und das, obwohl er doch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass der live einfach nichts drauf hat. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Okay, was haben wir hier alles Schönes? Transporter und... Oh, ein Fass. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl da... Wir haben das Antragsformular. Vielleicht können wir das dran klatschen. Antragsformular 27-WUK. Antrag auf BC. Okay, das klappt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Etikett für Elysium. Etikett für Elysium. Habe ich... Nee, das war... Wir haben doch hier dieses Elysium-Bild. Vielleicht klappt das. Es ist gerade so spannend. Okay. Über 1000 Umwege, okay.
Yay, dann klatschen wir das mal drauf. Vielleicht klappt das, hoffentlich. Na bitte. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Ja, mindestens. Können wir jetzt hier reinspielen. Way! Ist da jemand? Ich hab mich schon gefragt, ob wir uns aufmerksam machen. Hallo! Na sowas, da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Oh, ups. Nein! Das war vorher schon so. Ah, Strudel, okay. Hier der Gast. Ich hab Bedenken. Ich habe zwar Bedenken, aber... Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Ich komme, Goal! So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Alright. War das ekelig, aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Na gut, dann schauen wir mal, was haben wir hier? Knopf muss man drücken. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ein Knopf, das muss man drücken. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Aber diese Datasette ist leider nicht in unserem Besitz. Wo müssen wir hin? Ach, da oben hin. Nehmen wir den langen Weg. Den sehr langen Weg. Yay! Oh Gott. Wir sind zurück im Büro. Okay, einen anderen Weg in Argus Büro finden. Check! Rebellenlager lang haben wir. Ablenkungsangriff starten haben wir. An Bord. Okay. Goal. Codes oder Goal? Ach, wenn wir schon mal hier sind. Ich fresse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. Besen? Na dann, mach. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Wenn wir hier... Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Okay. Aha, was haben wir denn da Schönes? Ein Diktiergerät. Aha, Argus sein Diktiergerät. Argus sein Diktiergerät. Oh. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Okay. Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3... Whoopsie. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Okay. Versteckspiel.
Na, großartig. Na, super. Jetzt sehe ich aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan, der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Der Gedächtnis wie ein Sieb. Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Was haben wir hier? Den Schreibtisch und Alarm aus? Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Das würde zumindest einiges erklären. Diktiergerät. Oh, jetzt das Minispiel? Die Datasette ist im Safe. Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Oh yeah. Tun Sie es schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Okay. Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasettette. Süß. Mini-Datasettette? Okay, das bringt jetzt absolut nichts. Oh. Wo geht's denn hier lang? Was war das? Schon besser. Alles klar. Da ist Argus. Können wir... Nein, das macht keinen Sinn, aber... Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. Die Rufus-Krankheit. Krankheit. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ali, hallo? Okay, wir haben Alarmhaus, Schreibtisch, Argus und... Hast du gehört? Sprich mit mir! Ich meine, das könnte auch ein Weg mit dem Zaunfall sein. Es ist ein Weg mit dem Zaunfall. Ja, das hätte befindet sich im Safe. Ich komme jetzt zumindest I-M-N-E-D-O-T. 4437. Rufus Leslie Langfinger. Ich nicht, was soll jetzt im Schreibtisch gefallen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen selbstmörderisch. Lessig ist ein Langfinger. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Rufus. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I-M-N-E-D-O-T. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich I-M-N-E-D-O-T? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette liegt im Tresor. Okay, der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbart? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der... Fragen, nur Fragen.
Nein, der auch nicht. Der soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. Ich meine, es ist total schön.